Fahrt. Sie haben allen Grund zu feiern. Die Ramos. Einer der größten und mächtigsten Clans in Berlin. Er umfasst 1000 Menschen. Viele sind kriminell, seit Generationen. Ein anderer Teil der Familie ist für den Einbruch ins grüne Gewölbe zuständig. Immer wieder fällt ein Name, der Ramo-Clan. Hier zu sehen, welch zerstörerisches Werk die Diebe anrichteten. Überall Wasserschäden, Brillanten fehlen, Ösen sind abgerissen. Auch diese Bilder sind erstmals in der Öffentlichkeit zu sehen. Der Name Remo taucht immer wieder in den Medien auf. Bekannt für ihre Verbrechen, werfen wir einen chronologischen Blick auf ihre größten kriminellen Coups. Ursprünglich stammt die Großfamilie Remo aus der Provinz Mardin im Südosten der heutigen Türkei, nahe der Grenze zu Syrien. Sie gehört zur arabischen Volksgruppe der Mhalami. Ab den 1930er Jahren emigrierten sie zunächst aus wirtschaftlichen Gründen in den Libanon. Dort wurden sie aber nur als Staatenlose akzeptiert und lebten am untersten Rand der Gesellschaft. In den 1980er Jahren zogen Familienangehörige während des Bürgerkrieges im Libanon über die DDR nach West-Berlin. Die Großfamilie besteht aus 13 Einzelfamilien, in denen etwa 500 bis 1000 Familienmitglieder leben. Aufgrund der Verbreitung des Namens im arabischen Raum kann nicht unmittelbar davon ausgegangen werden, dass Namensträger Clan-Zugehörigkeit haben. Trotzdem können Mitglieder der Gruppe zum Teil der Clan-Kriminalität zugeordnet werden. Schwere Gewalt- oder Körperverletzungsdelikte, Schutzgelderpressung, Raub, Drogenhandel, Geldwäsche, Hehlerei, Diebstahl, illegaler Waffenbesitz und Handel sowie Mord werden von den Behörden mit dem kriminellen Teil der Familie in Verbindung gebracht. Im Jahr 2017 prognostizierte ein Staatsanwalt dem Clan eine Schadenssumme von mehr als 28 Millionen Euro für mehr als 1000 Straftaten, insbesondere Einbrüche und Diebstähle. Aber wie immer würden wir uns freuen, wenn ihr unsere intensive Arbeit unterstützt, indem ihr unser Kanal kostenlos abonniert und das Video liked. Der erste große bekannte Fall ereignete sich in den 90er. Die Angehörigen der Familie erschossen 1992 einen Gastronomen aus dem ehemaligen Jugoslawien in Schöneberg. Eine andere Person wurde schwer verletzt. Infolgedessen durchsuchten die Beamten die Wohnung und entdeckten Heroin sowie libanesische Geburtsurkunden. Auf dem Potsdamer Platz überfuhr im Oktober 2008 ein 19-jähriger Clan-Angehöriger, der damals als Intensivtäter galt, einen Passanten, verletzte ihn tödlich und beging dann Fahrerflucht. Er und sein Bruder brachen 2 Monate später in eine Apotheke ein. Das Duo kam bei der anschließenden Flucht vor der Polizei zu Tode, als es mit einem PKW prallte, der nicht auf sie angemeldet war. Ein Mitglied der Familie Remo brach im Oktober 2014 zusammen mit mehreren Komplizen in eine Sparkasse ein. Die Einbrecher zündeten die Filiale an, um Beweise zu entfernen, was zu einer Explosion führte. Das Clan-Mitglied erlitt dabei Verletzungen, wodurch es möglich war, seine DNA-Spuren am Tatort sicherzustellen. Der Mann wurde im Januar 2015 in Rom festgenommen und nach Deutschland überstellt, nachdem er international per Haftbefehl gesucht wurde. Er wurde im gleichen Jahr zu 8 Jahren Gefängnis verurteilt. Außerdem wurde vom Landeskriminalamt Berlin festgestellt, dass der Clan ein Netzwerk von Strohmännern in Beirut, Tripolis und Berlin hat, um seine kriminellen Einnahmen auf professionelle Weise in legale Unternehmen zu investieren und somit Geldwäsche betreibt. Nach dem spektakulären Goldmünzendiebstahl aus dem Bode-Museum im März hat die Berliner Polizei jetzt ein Überwachungsvideo der mutmaßlichen Täter veröffentlicht. Darauf zu sehen sind 3 vermummte Männer, die gegen 3 Uhr nachts auf dem Bahnsteig am S-Bahnhof Hackescher Markt unterwegs sind. Anschließend gehen sie über die Bahngleise zum Museum. Mit Hilfe einer Leiter steigen die Diebe dann durch ein Fenster und transportieren die Münze in einer Schubkarre ab. Anschließend erhob die Jugendkammer des Berliner Landgerichts gegen 3 Familienmitglieder von Remo Anklage wegen des Einbruchs in das Bode-Museum.
Sie wurden des Diebstahls einer Goldmünze im Wert von über 3 Millionen Euro beschuldigt, die am 27. März 2017 gestohlen wurde. Die Telefone der Verdächtigen wurden während der Untersuchung überwacht und es wurde eine Durchsuchungsanordnung ausgestellt, die unter anderem scharfe Schusswaffen sicherstellte. Auch ein Informant, der für die Sicherheitsfirma des Museums als Wachmann fungierte, wurde als vierter Täter angeklagt. Weizi und Ahmed, die beiden Brüder, sowie Wissam Remo, deren Cousin, hatten bereits verschiedene Straftaten begangen, darunter Diebstahl, Hausfriedensbruch und Betrug. Im November 2019 verurteilte das Amtsgericht Erlangen Wissam Remo zu 2 Jahren und 6 Monaten Gefängnis wegen Diebstahls hydraulischer Schere, die Kriminelle benutzen, um Geldtransporter oder Automaten aufzubrechen. Die Urteile wurden im gleichen Jahr in Kraft gesetzt. Ahmed Remo stellte allerdings einen Revisionsantrag und blieb zunächst frei. Im Juli 2021 wurde diese Revision vom Bundesgerichtshof zurückgewiesen und einen Monat später wurde Ahmed Remo verhaftet. Darüber hinaus befahl das Gericht den Verurteilten, insgesamt 3,4 Millionen Euro zurückzufordern, zusätzlich zur Haftstrafe. Die Überführung wurde durch Goldspuren und Goldspäne in Wohnungen, Fahrzeugen und an Kleidung der Täter bestimmt. Das Gericht geht davon aus, dass mindestens 2 weitere Täter beteiligt waren. Im grünen Gewölbe in Dresden und sie bleiben verschwunden. Heute Prozessauftakt gegen die mutmaßlichen Täter im Alter zwischen 22 und 28 Jahren. Die 6 Beschuldigten sind alle Mitglieder des berühmt-berüchtigten Berliner Remo-Clans, einer Großfamilie mit arabischem Migrationshintergrund. Alle 6 schweigen über den gigantischen Kunstraub. Im Zuge der Untersuchung des Dresdner Juwelendiebstahls wurden im November 2020 3 Clanmitglieder bei einer Razzia mit mehr als 1600 Polizisten verhaftet. Zur internationalen Fahndung wurden die Zwillingsbrüder Abdul Majed und Mohamed Remo ausgeschrieben. Insgesamt 4.300 Diamanten im Versicherungswert von mindestens 113,8 Millionen Euro sowie 21 Schmuckstücke wurden von ihnen im November 2019 in das Grüne Gewölbe in Dresden gestohlen. Schließlich wurden die beiden Zwillingsbrüder im Dezember 2020 und im Mai 2021 in Berlin festgenommen. Im August des Jahres 2021 wurde Ahmed Remo als 6. Tatverdächtiger verhaftet. Er wurde bereits im März 2017 und im Oktober 2018 wegen Diebstahls im Bode-Museum angeklagt und im Jahr 2020 zu 4 Jahren Gefängnis verurteilt. Allerdings ging er auf Revision, sodass er bei der Tat auf freiem Fuß war. DNA-Spuren, die 4 Mitgliedern der Remo-Familie zugeordnet werden können, wurden bei der Untersuchungsarbeit am Dresdner Residenzschloss gesichert. Hier zu sehen, welch zerstörerisches Werk die Diebe anrichteten. Überall Wasserschäden, Brillanten fehlen, Ösen sind abgerissen. Auch diese Bilder sind erstmals in der Öffentlichkeit zu sehen. Beim Prunkdegen fehlt die Klinge, Rost und Ablagerungen bei anderen Stücken und so weiter. Ein kulturhistorisches Drama. Die Anwälte der Familie Remo übergaben anschließend den größten Teil des Sachsenschatzes, der aus dem grünen Gewölbe gestohlen wurde, an die Polizei Sachsen. Vor der Übergabe hatten die Anwälte der Angeklagten umfangreiche Verhandlungen geführt. Allerdings wurden einige der zurückgebrachten Schätze in einem deformierten, zerkratzten, rostigem, gebrochenen und unvollständigen Zustand übergeben. Ein Sachverständiger schätzte den Schaden insgesamt auf ungefähr 22 bis 25 Millionen Euro. Sowohl Wissam als auch Bashir Remo, die Angeklagten, erklärten sich im Januar 2023 bereit, ein umfassendes und überprüfbares Geständnis abzulegen. Im Mai 2023 wurden Wissam, Rabie, Bashir, Abdul Majed und Mohamed Remo wegen des Dresdner Juwelendiebstahls schuldig gesprochen und zu Freiheitsstrafen verurteilt. Der Freistaat Sachsen musste rund 3,8 Millionen Euro Prozesskosten für 12 Pflichtverteidiger der 6 Angeklagten bezahlen. Beide Wachmänner werden verletzt ins Krankenhaus gebracht. Sie waren gerade dabei, einen Geldautomaten zu befüllen, als sie überfallen werden. Die Täter setzen Reizgas ein. Dann schaffen sie das Geld weg, flüchten in einem PKW. Wir haben kurze Zeit später in der Bessemer
Mohamed Remo sei einer von 5 Männern gewesen, die am frühen Vormittag des 19. Februar 2021 in einem silberfarbenen Audi zur Kurfürstenstraße fuhren. 4 der Täter stiegen aus. Ihr Angriffsziel? Ein Geldtransporter, der vor einer Bankfiliale entladen wurde. Sie warteten den passenden Augenblick ab. Blitzartig und unter Vorhalt von Schreckschusspistolen wurden 2 Mitarbeiter einer Sicherheitsfirma entwaffnet. Ihre Beute betrug fast 650.000 Euro. Immer wieder führe die Polizei Razzien und beschlagnahme Vermögenswerte, wie zum Beispiel Autos, Geld, Konten und Immobilien der Familie. Im März 2024 wurde die Villa Altbukow durch Einsatzkräfte der Polizei geräumt, nachdem der Clan die Villa bereits verlassen hatte. Der Remo-Clan hinterließ die Villa nach Angaben des Bezirks in einem desolaten Zustand. Nach dem Auszug fand die Polizei einen speziellen Gruß am Tor der Villa. Nun sind wir am Ende des Videos angelangt. Was denkt ihr über die Maßnahmen der Polizei und der Justiz im Umgang mit Clankriminalität? Glaubt ihr, dass die Strafen, die gegen Mitglieder der Remo-Familie verhängt wurden, angemessen sind? Schreibt wie immer eure Meinungen in den Kommentaren. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn dir dieses Video gefallen hat, like das Video und abonniere unseren Kanal für mehr Inhalte wie diesen. Bis zum nächsten Mal.